Yeah. 0 Euro Mann, Schwarzfahren in der Teutobahn. Durchs Bermuda-Dreieck Deutschlands, immer am Abhang. Doch leb im Flachland, Autos zu Schrottrahmen. Ja, dann halt wieder Radfahren. Wer bezahlt das? Ja, ich bezahl das. Stottert das die nächsten Jahre in Monatsraten ab. Ein armer Künstler, so beliebt wie Walfang. Und der Schnüffler fragt, wie man davon atmen kann. Sing mal was wie Prince, schreib mal was wie Harry Potter. Sonst bleibst du für die Leistungsgesellschaft halt nur ein Opfer. Kommt nicht von ungefähr, dass ich nicht von Luxus rappe. Guck du Freckel, ich kenn nur die Ja-Produktpalette. Ich seh bei Lidl den Lidl-Turnschuh, will den haben, doch bin dafür nicht liquide genug. Erzeug höchstens an Ziellinien den Bänderriss und erledige den Rest mit hängender Jeans und Schlenderschritt. Ich nick zum Beat wie ein blindes Huhn, sie ziehen Tauben und Kaninchen aus dem Zauberhuhn. Ich zieh lieber den Hut, so wie zum Gruß, und verschwind in der Szenerie des Hintergrunds. Tschüss. Sie beobachten mich in der Manege gespannt. Ich lass den Flohzirkus tanzen in meiner hohlen Hand. Das Leben endlose Gameshow, sieh mir zu. Im Exil gefangen, im Programm von ProSieben oder so. Zeiten ändern dich, aber rede nicht für mich, weil der Traum des inneren Kids mich täglich schickt. Kenn die Regeln nicht und hab auch nicht nachgefragt. Das sind schlechte Kartentricks, weil ich so schlechte Karten hab. Ich bleib im Mindestlohnsektor, weil ich liefer. Ja, vielleicht ist das heutzutage sowas wie Street Smart. Aber es geht nicht um Erfolg oder wer wie viel hat, sondern wie viel du am Ende geliebt hast. Peace out.